Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, Wasser hat keine Balken. Alte Tatsache. Der Mensch hat sich aber die Schifffahrt zu eigen gemacht und manchmal wirft man auch Anker. Was das jetzt mit meiner heutigen Folge zu tun hat, lasst euch überraschen. Ja, und ich ziehe meinen Südwester, der in Wirklichkeit gar kein Südwester ist, vor einem Mann, der ein hier Dreispitz. Mir gegenüber... Ein Dreispitz, natürlich, aber nicht von einem Piraten, keine Sorge. Ja. Und ich ziehe meinen Hut vor... Franz Scherer, Steirer aus Leoben. Bin aber mit 14 zur See angefangen, zur See zu fahren. Und bin sozusagen jetzt auf meine alten Tage hier gestrandet. Sie betreiben ja etwas, was nicht alltäglich ist. Ja, und vor allem als Meister ist das letzte Überbleibsel aus vergangenen Epochen. Ne? Hier sind wir auf einem Dampfschlepper, Frederik Mistral. Die wurde zu einem speziellen Anlass gebaut für unseren Kaiser, wo er eine Kabine hat. Und ich bin vielleicht auch der letzte von denen, der was noch so etwas sammelt. Ne? Der letzte Seebär von Wien. Ja. Was ist da eigentlich auch neben viel Arbeitszeit, Herzblut und Engagement auch vielleicht finanziell hineingeflossen in dieses Museum? Naja, ich habe von zu Hause ein schönes Haus verkauft, vor 20 Jahren. Das Geld ist aufgebraucht, plus noch etwas dazu. Also dieses Museum ist eigentlich viel besucht, also viele Leute, denen gefällt das. Besonders gut ist es auch für Kinder. Schulklassen sind meistens sehr begeistert. Und ein schönes Erlebnis war auch, wie die Wiener Sängerknaben hier waren. Da waren einige dabei, die wollten ja gar nicht mehr nach Hause gehen, die wollten lieber hier bleiben. Aber sie haben ein schönes Lied noch zum Abschied gesungen. Welches denn? Ja, Schiff Ahoi. Dieses Museum ist einzigartig und es ist bedroht. Es ist bedroht. Es ist eigentlich echt schade, dass so etwas, eine Institution wie der Wiener Hafen, eigentlich nichts für die Schifffahrt übrig hat. Wir sind ja eigentlich das größte Schifffahrtsmuseum in Mitteleuropa. Also Sie finden hier so eine große Sammlung an Schiffen wie hier bei uns in Wien. Aber wenn nicht irgendwas passiert, wird das verschwinden. Also das wünsche ich mir mal in keinem Fall, weil sonst wird es für mich als Interessierten für Vergangenes ausnehmend finster. Ja, die Frederik Mistral ist gebaut als Schleppschiff. Und das Schiff war eigentlich inkognito für unseren Kaiser gedacht. Und es wurde als einziges Schiff der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft in Ausland gebaut. Alle anderen Schiffe hatte unsere DDSG, die übrigens die größte Binnenschifffahrtreederei der Welt war, in Österreich, Ungarn gebaut. Und die Holländer haben einige Innovationen zu uns gebracht. Zum Beispiel dieser Schlepphaken hat eine Auswurfvorrichtung. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man schleppt, sind hier große Seile nach hinten, nach den Schleppkennen. Und wenn ein Unglück passiert, kann man das Seil ja nicht leicht losmachen, weil das gespannt ist. So hat das quasi eine Sicherheitsvorrichtung. Tschack, und das Seil ist weg. Solche Feinheiten hat das Schiff überall. Das hier ist jetzt vollgeräumt mit Souvenirs. Flohmarkt hat Herrn und Frau Österreicher irgendwann mal von Urlaub zurückgebracht. Aber eingebaut sind so also versteckt so kleine Schätze. Zum Beispiel sehen Sie hier eine Esse. Diese Esse diente, weil zu dieser Zeit konnte man noch nicht schweißen, kam hier Kohle bzw. Kopf hinein und unterhalb ist ein Gebläse. Hier ist zum Beispiel recht gut zu sehen der Anfang von der Dampfschifffahrt, weil hier sehen Sie ein Dampfschiff, das hat noch Segel, das hatte folgende Bewandtnisse. Wir Kapitäne sind noch ein bisschen altmodisch und skeptisch und da hat der Kapitän gesagt, ja mit den Teufelszeugern, Dampfmaschine, fahren wir nicht alleine, da müssen schon noch Segel drauf sein. Ne? Dieses Schiffmodell hier vom Donaukanal, Sie werden sich vielleicht wundern, wenn Sie nicht eh schon wissen, was das ist. Das ist ein Schiff voller Löcher. Mit Rudern.
Nein, das sind die Galeeren gewesen. Das sind Löcher auch unter der Wasserlinie. Er hat nämlich Folgendes, oder? Die Fischhändler haben damals Fische gekauft von den Fischern und haben sie hier über Nacht eingesperrt, bis es gebraucht wurde. Das hier ist ein Schiff von der Elbe. Da sieht man, die Elbe ist ein Fluss, was eigentlich öfters noch viel weniger Wasser hat wie die Donau. Und man kann hier sehen an der Wasserlinie, dass das Schiff nur ganz wenig Tiefgang hat. Weil früher wurden die Dampfschiffe mit Kohle eben befeuert. Und das ist so eine typische Kohlenverladestation. Ne? Na, jetzt befinde ich mich im Heiz- und Maschinenraum. Und was gibt's denn da alles für Maschinen? Ja, das ist eigentlich das Herzstück, ist hier. Das ist hier diese Dampfmaschine. Mit denen dreht man und lasst den Dampf ein. Das ist hier der Maschinentelegraph. Das ist meine Verständigung, oben von der Brücke hier runter zur Maschine, dass ich dem Maschinisten sagen kann, was ich gerade brauche. Volle Kraft voraus oder Stopp oder Retour, langsam und so weiter. Von den Erbauer dieses Schiffes, der Sohn, ein Holländer, war hier und war ganz begeistert und hat mir natürlich auch erzählt, ne? Allemal, what you see on this shape, have myself gemacht. Das heißt, alles auf diesem Schiff, was Sie hier sehen, ist alles bei uns auf der Schiffwerft gemacht. Hier ist der Arbeitsplatz des Steuermanns. Und dass er nicht so einsam ist, hat er hier seine Frau mitgenommen. Und die überwacht ihn, ob er auch wirklich alles gut macht. Wo ist der Platz eines Kapitäns? Natürlich auf der Brücke. Richtig. Und zwar hier, weil hier kann ich direkt Anweisungen nach hinten, nach dem Steuermann geben oder hier, dass der Maschinist uns die nötige Kraft liefert. Auch zu der damaligen Zeit war eine Verständigung nötig. Und das hier ist zum Beispiel ein analoges Handy. Sie richten das ein, zum Beispiel so zum Ufer oder so zum anderen Ufer, was Sie übrigens auch nachts verwenden können. Und wenn Sie hier vorne schauen, was habe ich jetzt gesagt? Ich nehme an, es werden irgendwelche Morse-Signale gewesen sein. Das waren Morse-Signale. Müsste SOS geheißen haben. Ja, Save Our Souls. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel die Backbordlampe. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie hier eine Abgrenzung des Lichtscheines. Also das rote Licht können Sie nur in diesem und diesem Bereich, in diesem Winkel sehen. Dort ist auf der anderen Seite eine grüne. Also wenn Sie jetzt ein Schiff Ihnen entgegenkommt, wenn es genau auf Ihren Kurs hält, dann sehen Sie rot und grün. Das heißt, da muss man jetzt irgendwie eine Aktion starten. Wenn Sie nur rot sehen, dann fährt da eben ein Backbord vorbei oder eben ein Steuerbord. Wenn man rot und grün sieht, dann gibt es einen Frontalcrash. Könnte es geben, aber dazu ist man da, dass das nicht kommt. Ne? Nobel geht die Welt zugrund, heißt es auch mal. Aber das hier ist das noble S-Besteck. Von wem? Ja, es ist eigentlich, wir sagen am Schiff, das ist die Offiziersmesse. Und da speist eben der Kapitän mit den Offizieren. Und das ist ja eben ein bisschen besser hier aufgebaut alles, weil ja doch auch mal der Kaiser hier zu Gast sein sollte. Da ist diese Idee geboren, dass wir ein Schiff bauen mit einer Geheimkabine, wo der Kapitän mit dem Kaiser eben diese Donaumonarchieländer bereisen konnte. Ja, und auch für die Körperhygiene war in der Kajüte gesorgt. Hier in diesem Raum befindet sich auch der Zugang zu einer Geheimkabine für unseren Kaiser. Aber da kann ich Ihnen ja nicht zeigen, weil dann ist sie nicht mehr geheim. Das bleibt nur speziellen
Kunden, die eine Exklusivführung buchen, vorbehalten. Es ist in Österreich nicht so geheim, dass es geheim bleibt. Natürlich bin ich jetzt in der Geheimkabine gelandet und, ja, wer weiß, hier hat er womöglich mal geschlafen. Der Kaiser natürlich. Also recht voraus sind auch zwei interessante Schiffe. Das erste, was Sie hier sehen, ist der Josef. Ein Schlepper aus den 50er Jahren. Den habe ich eigentlich nur gekauft, um eben meine Museumsschiffe auch hierher bringen zu können. Damals war diese Rechtschreibreform und da haben sie mich gezwungen, dass ich meine ganzen Stempel und Briefbögen wegfahre, weil ich auf einmal Schifffahrt mit 3F schreiben musste. Und meine Revanche ist jetzt das, ich habe der Anna ein weggenommen und jetzt sind wir wieder quitt. Aber Spaß beiseite. Die Anna 1896, gebaut eigentlich nur für eine Fahrt zur Weltausstellung nach Paris im Jahr 1900. Es war eine schwierige Passage, teilweise sogar stückweise über Land gezogen, aber die Anna hat das alles mit Bravour geleistet. Hier ist der Arthur Kaspar, ein Eisbrecher in höchster Qualität, in sehr gutem Zustand, wie Sie vielleicht vermuten können, sehr wenig gebraucht, insgesamt 13 Einsätze in 50 Jahren. Bemerkenswert ist natürlich dieses Schiff, das einzige schwimmende Zollhäuschen quasi an der österreichisch-tschechischen Staatsgrenze zur Zeit des Eisernen Vorhanges. Und an diesem Schiff hätte wohl Meister Friedensreich Hundertwasser seine liebe Freude gehabt. Also ich finde, es wäre eine Gemeinheit, wenn diese Sammlung an historischen Schiffen den Jordan, ich meine die Donau, hinuntergehen würde. Und mit diesem Bild möchte ich meine heutige Folge beschließen. Rettet diese Schiffe und lasst sie nicht untergehen und rettet vor allem das Lebenswerk dieses bemerkenswerten Skippers Franz Scheriau.